Spitzenspiel in der Oberliga Nord. Tennis Borussia Berlin empfängt den FC Hertha 03 Zehlendorf. Diese Begegnung hat alles, was ein Knaller braucht. Der Zweite spielt gegen den Dritten, die treffsicherste Offensive gegen die stärkste Verteidigung. Und am Ende darf sich einer von beiden Spitzenreiter nennen. Für ihn ist es die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Marco Schatte war vor knapp 2 Jahren noch Trainer bei TB. Sein Nachfolger Daniel Vollbert ist direkt mit den Lila-Weißen aufgestiegen und hat sich in der Tabellenspitze festgebissen. Und der Aufsteiger gibt gleich Vollgas. Meist geht es über links, doch die Flanke von Nikolai Matt ist noch zu kurz für Hucke. Auf Sebastian Hucke muss die Abwehr von Zehlendorf besonders aufpassen. Mit 5 Toren ist er allein für fast die Hälfte aller Tore der Tennis Borussia verantwortlich. Und auch Hertha 03 hat seinen Goalgetter. Niklas Wawel ist mit 6 Buden auf dem 3. Platz der Torjägerliste. Wir sind gespannt, ob einer von ihnen heute das Spiel entscheiden wird. Nächste Chance. Lennart Hartmann per Hacke zu Erdil. Abgeblockt. Die Hausherren sind in der Anfangsphase klar die bessere Mannschaft. Sebastian Hucke erobert früh den Ball für Steven Russo. Aber der Ball ist noch zu unpräzise. Im Minutentakt folgen hier die Chancen, doch die magere Torausbeute der Lila-Weißen zeigt sich auch in diesem Spiel. Vielleicht macht es Zehlendorf ja besser. Hier der einzige Angriff aus der Anfangsphase, aber der Schuss von Mai Grüberg sollte wohl eher eine Flanke werden. Und jetzt genau aufgepasst, es folgt der Pass des Tages. Hucke auf Erdil und der genau in den Lauf von Steven Russo. Keeper Hinz zwingt ihn zum Umweg und damit der Winkel zu spitz. Eigentlich ist Russo Außenverteidiger, hier hat er die Führung auf der Fußspitze. In der ersten Halbzeit spielt nur TB den Ball. Lennart Hartmann zieht 2 Verteidiger auf sich, sieht den freien Nikolai Matt. Die Flanke von links kennen wir von ihm, nur dieses Mal findet sie einen Abnehmer. Sebastian Hucke köpft die Hausherren zum verdienten 1:0. In der Jugend von Hertha BSC wurde er ausgebildet. Letztes Jahr verlässt er den abstiegsbedrohten FC Viktoria, um hier zum Leistungsträger zu werden. Die perfekte Flanke von Nikolai Matt darf man aber nicht vergessen. Er hat an diesem Tor einen Riesenanteil. Kommt nochmal was von Zehlendorf? Einwurf Sieve auf Gagpeto? Aydin klärt nicht richtig, Turan auch nicht, Nikolai Matt auch nicht. Na, wenn ihr ihn nicht wollt, dann nehme ich ihn. Aus dem Nichts schießt Efraim Gagpeto den Ausgleichstreffer. Der 2. Saisontreffer für den Stürmer mit togoischen Wurzeln. Die Wiederholung zeigt die kläglichen Abwehrversuche der Tennis Borussia. Und die Zeitlupe zeigt, dass Gagpeto auf die Fußspitze von Nikolai Matt tritt und ihn damit zum Fallen bringt. Das war im Trubel schwer zu sehen. Der Treffer hätte also nicht zählen dürfen. Tennis Borussia hat jetzt Wut im Bauch. Doch der Kopfball von Mehmet Aydin landet in den Armen von Nico Hinz. Und kurz darauf beim Kopfball von Hucke zeigt der ehemalige Torwart vom BFC Dynamo, warum Zehlendorf auf seinen Rückhalt baut. Halbzeit im Mommsenstadion. Im ersten Durchgang ist TB deutlich überlegen. Hertha 03 kommt nur durch Glück zum Ausgleich. Das Stürmerduell geht klar an Sebastian Hucke. Niklas Wawel macht außer einer gelben Karte nicht auf sich aufmerksam. In der 2. Halbzeit starten die Roten mit mehr Energie. Jamie Topp scheitert aber an Nico Warelmann, ebenfalls ein ehemaliger BFC-Torwart. Zehlendorf hat jetzt mehr Chancen. Sie zeigen, warum sie die beste Offensive der Liga haben, auch wenn so wie bei Jamie Topp nichts Zählbares rausspringt. Niklas Wawel wird kurz darauf ausgewechselt, für ihn kommt Felix Ruprecht. Der zeigt gleich im Zusammenspiel mit Gagpeto, was er in der A-Junioren-Bundesliga bei Werder Bremen gelernt hat, scheitert jedoch am gut aufgelegten Warelmann. Was macht TB? Reicht ihnen der Punkt? Außer Kopfbällen scheint ihnen nichts mehr einzufallen. Zehlendorf will dagegen mehr. Felix Ruprecht mal aus der Ferne, aber der gebürtige Berliner erwischt den Ball nicht richtig. Nach Gelb-Rot spielt TB die letzten 5 Minuten in Überzahl. Kommt noch mal was? Nein! Schiedsrichter Matthias Alm pfeift ab. Das Spitzenspiel endet 1:1. Tennis Borussia Berlin ist die erste Halbzeit deutlich dominanter, braucht aber zu viele Chancen. Hertha 03 Zehlendorf steigert sich in Durchgang 2, scheitert aber an sich selbst und an TB-Torwart Nico Warelmann. Das Unentschieden geht in Ordnung.
Für ein wahres Spitzenspiel war das aber von beiden Seiten nicht genug. Die Lila-Weißen erobern mit dem Punkt immerhin für 2 Tage die Tabellenspitze. Der Aufstiegskampf in der Oberliga Nord bleibt weiter spannend.